Ja, Nirupa, jetzt sitzen wir hier an der Jagst. Die Jagst ist ein wilder Fluss, die wilde Jagd. Und ja, da wollen wir die Fragen beantworten. Warum machen wir diese Arbeit? Wie wir sie machen. Ja, und wie machen wir diese Arbeit? Waltraud, erzähl doch mal, ich weiß, zu deiner Arbeit, zu deinem Coaching gehört immer und ganz essentiell der Körper dazu. Ja, das kommt daher, weil ich ja auch Shiatsu-Praktikerin bin und Shiatsu ist eine sehr intensive Körperarbeit, die den Körper, den Geist und die Seele des Menschen verbindet. Also es geht nicht nur um darum, Wohlbefinden zu erzeugen mit einer Art von Massage, sondern wirklich wahrzunehmen, was macht denn die Ganzheit des Menschen aus. Und egal wie ich den Menschen berühre, ich kann ihn über den Körper berühren, aber auch seine Seele berühren und seine Emotionen berühren. Und da entsteht ein Bewusstsein bei den Menschen über sich selbst als Ganzes. Ja, und das ist mein Zugang. Und ich finde, das ist total wichtig in der Aufstellung, die wir anbieten, dass der Körper da auch seinen Raum hat und Raum bekommt. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bogenschlag zur weiblichen Kraft. Ja, natürlich, weil, Weil die wohnt im Körper. Und zwar in jeder Zelle. ja. Und nicht hier oben in dem Hirnkasten. Nee, gar nicht. Wie unsere Kultur uns das sagt. Ja, genau. Ja. Ja, und diese weiblichen, also unser Körper bietet uns einen Zugang zur weiblichen Kraft. Das ist eine Kraftquelle, aus der wir schöpfen können. Andersrum, ohne unseren Körper kommen wir nicht in unsere Nee, weibliche Kraft. gar nicht. Ja, auch das ist, also die Natur, warum wir es in der Natur machen, warum die Begegnung mit der Natur so wichtig ist, ja, das würde ich jetzt gern von dir hören. Ja, ich sitze hier an diesem wunderbaren Gewässer und ich glaube, jeder Mensch spürt, wie die Natur uns nach Hause ruft, wie die Natur uns verbindet mit dem großen Rhythmus über die Jahreszeiten, wie wenn wir achtsam sind, wie wir es ja oft erlebt haben, der Bussard erscheint, Ja, der Falke erscheint, die Reiher. die Reiher erscheinen, wie in dem Maße, wie wir die Natur wieder einladen, uns zu leiten, zu führen, Zeichen kommen, Hinweise kommen. Also so wie der Körper uns Hinweise gibt, wie der Weg in die Verbindung geht, wo gelingt uns das leichter als zum Beispiel an so einem Gewässer. Und das ist für uns der Grund, warum wir nicht in einem Seminarzentrum arbeiten, sondern immer draußen in der Natur. Ja, und die Pferde, die gehören auch zu dieser Natur dazu. Sie sind Teil der Natur und das ist ja auch etwas, was uns ganz wichtig ist in dieser Aufstellungsarbeit mit Pferden. Also ist ein wichtiger Aspekt, warum die Pferde da mit dabei sind. Also da uns beide begleiten die Pferde ein Leben lang und ich ahne immer mehr, wie die Pferde, aber auch die Hunde, die Tiere, sie haben den Raum von Trennung nie verlassen. Wir Menschen sind in einen Raum, haben uns in einen Raum entwickelt, wo in der modernen Welt, wo Trennung vorherrschen scheint. Und das ist in der Tiefe unsere größte Wunde. Ja, da, also Trennung bedeutet ja auch, dass wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen, und nur dem Verstand folgen, aber auch das ist ein Aspekt der Trennung, ja, Ja. und Pferde nehmen sehr wohl Gefühle immer wahr, weil das für sie überlebenswichtig war und Ja. ist, und sie nehmen wahr, was ist, welches Gefühl denn da ist, und das ganz Tolle dran, ohne es zu bewerten. Ja. Und
für uns, also auch in dieser Arbeit, laden wir wirklich die Pferde mit ihrer Weisheit ein, mit einer unschätzbar feinen Wahrnehmung. Und wir haben schon unzählige Male erlebt, wie sie in Momenten, in Prozesse, in Bewegungen sich einbringen, einen Aspekt der Heilung hinzufügen, der wahrscheinlich überhaupt gar nicht von einem Menschen kommen könnte. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, ja. Von einem Menschen kommen könnte. Ja, also ich habe ja da erlebt, die haben Schaubilder kreiert, wo ich selber fassungslos davor stehe und mir denke, wow, wow, die bringen die Essenz des Prozesses genau mit so einem Schaubild auf den Punkt. Also, und die sind ja völlig frei, das zu tun. Niemand schafft es ihnen an, niemand führt sie dorthin, sondern die entscheiden sich ganz frei, dass sie vom Fressen weggehen und sich den Menschen zuwenden und sagen, jetzt mache ich das für dich. Ich zeig dir, um was es wirklich geht. Und das sind sehr, sehr berührende Momente für alle Beteiligten. Und ich glaube, das war unser Bemühen, dass wir dir, Frau, ein Bild geben möchten, zu was wir einladen. Ja. In welchen Raum wir einladen, wenn du das Gefühl hast, deine weibliche Kraft ruft, wenn du das Gefühl hast, da gibt es alte Ängste in mir, vielleicht aus ganz anderen Zeiten, ja. Mich zu zeigen, ja. In meine authentische Kraft zu gehen, was bei uns Frauen immer bedeutet, mit unserer Verletzbarkeit, mit dem Zorn, mit der Wut, mit dem Schmerz, mit allem. Mhm. Auch das lehrt uns die Natur. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, ich will bloß Frühling und keinen Sommer. Und deswegen haben wir dieses Seminarkonzept zusammen erarbeitet, in dem dann deine weibliche Kraft eine Quelle findet, aus der sie Weisheit schöpfen kann, in dem dein Körper, unser Körper mehr begriffen werden kann als wirklich Tempel, als Ort der Weisheit, als ein Raum, in dem wir Neues wahrnehmen können, in dem wir auch uns bewegen und tanzen werden und die Natur, die Erde wieder als unsere Heimat, als den Boden dieser Erkenntnis, als dieses ganzen Prozesses. Ja, und erkennen, wo denn in uns der göttliche Funke ist, der uns Leben ermöglicht. Und die neuen Schritte. Und die neuen Schritte ermöglicht. Die unsere Welt, unsere Zeit so dringend braucht. Ja, dafür laden wir dich von Herzen ein.